Demand Gen, das ist die neue Anzeigenform auf Google, die du auch für YouTube-Anzeigen nutzen kannst. Und in diesem Video zeige ich dir, wann du es nutzen kannst, wie du es nutzen kannst und wann du es vielleicht auch nicht nutzen solltest. Das ist nämlich auch total wichtig. Denn ich habe in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Unternehmern gezeigt, wie sie ihre eigenen YouTube-Anzeigen fahren. Und manchmal ist es auch wichtig zu wissen, wenn man etwas nicht tut. Darum schau dir dieses Video an und dann kannst du für dich eine gute Entscheidung treffen. Demand-Gen-Anzeigen werden, jetzt kommt so ein bisschen Fachwissen, Kauderwelsch, sogenannte Discovery-Anzeigen ersetzen. Das heißt, mit den Discovery-Anzeigen hast du eben nicht nur deine Videos auf YouTube zeigen können, sondern auch per Gmail oder wenn du mit deinem Handy oder mit dem Tablet unterwegs warst, konntest du diese YouTube-Anzeigen auch eben auf diesen anderen Dingen zeigen. Das konnte gut sein, musste es aber nicht unbedingt. Ganz wichtig. Aber vor allem, was mit diesen sogenannten Demand-Gen-Anzeigen jetzt möglich sein wird, dass du vor allem mit Shorts werben kannst. Das war vorher nicht so richtig möglich. Mit Demand-Gen-Anzeigen ist das jetzt möglich. Wie alles, was Google so macht, muss man das immer mit einer Prise Salz nehmen. Denn es gibt Dinge, die Google macht, die gut für Google sind und dann im zweiten Schritt auch dann gut für uns als Werbetreibende. Also Google bringt diese Demand-Gen-Anzeigen, weil sie eben sagen, die Daten haben uns gezeigt, dass dort mehr Möglichkeiten der Conversions für die Werbetreibenden sind. Und ja, das stimmt auch. Trotzdem musst du schauen, ob es auch die richtige Strategie für dich ist. Darum sage ich mit meinen Leuten in meinem Mentoring immer, wir müssen es testen. Das geht dann immer allen, das will auch schon keiner mehr hören, aber das ist die einzige richtige Antwort. Ob Demand Gen für dich funktioniert, musst du testen. Also Demand Gen werden alle sogenannten Discovery-Anzeigen 2024 ersetzen. Wenn du jetzt schon Discovery-Anzeigen laufen hast, dann werden sie automatisch in Demand Gen-Anzeigen umgedreht mit all den Daten, die du schon in deinen Anzeigen hast. So, wann ist eine Demand Gen-Anzeige für dich geeignet? Ich würde mit einer Demand-Gen-Anzeige nicht starten, wenn du gerade mit YouTube-Anzeigen losgehst. Weil du brauchst schon sehr viel Daten, damit wirklich der Algorithmus gut für dich arbeiten kann. Und ich fange wirklich lieber erstmal im Test so mit kleinem Budget an, um zu gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert und habe gerne viel Kontrolle über die Anzeigen. Bei Demand-Gen-Anzeigen gibst du viel Kontrolle ab, in der Hoffnung, dadurch mehr Conversions zu bekommen. Jetzt habe ich schon ganz viel Pixeldaten in meinem Google Pixel. Also Google weiß, welche Art von Menschen auf mich reagieren und welche Art von Menschen nicht auf mich reagieren. Und ich habe auch vier oder fünf schon sehr durchgetestete Anzeigen. Ich weiß einfach, die funktionieren. Und ich habe auch zwei oder drei Zielgruppen, die ich weiß, dass die funktionieren. Und diese ganzen jetzt funktionierenden Elemente von Anzeigen, die ich habe, die kann ich jetzt in eine Demand-Gen-Anzeige reinpacken. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt hier. So, ich bin jetzt hier in meinem Google-Anzeigenkonto und ich gehe hier auf einmal Plus und gehe auf Neue Kampagne. Ich bin hier noch in der Beta-Testphase. Da wird es vielleicht ein ganz klein bisschen bei dir anders aussehen, wenn die Beta-Testphase ausgelaufen ist und überall ausgerollt ist. Ich fange an, Kampagne ohne Zielvorhaben und dann habe ich hier Demand Gen. Wenn ich YouTube-Anzeigen sonst mache, gehe ich sonst immer auf Video. Jetzt gehe ich hier auf Demand Gen. Und hier sind die verschiedenen Conversion-Zielvorhaben, für die ich optimieren möchte. Ja? Und dann gehe ich jetzt auf Weiter, weil das sind alle meine Conversions, die ich gerne habe. Gehe hier auf Neu erstellen. So, jetzt gehst du hier auf Conversions, Klicks oder Conversions Wert. Ich gehe auf Kontakte. Das ist der Conversion Wert, den ich am liebsten habe. Du kannst ja auch ein Zielvorhaben hinzufügen, wenn du das noch nicht gemacht hast, aber ich habe ja schon einen gut und lang laufenden Account, den lasse ich jetzt so laufen. Und hier kann ich jetzt sagen, wie viel ich bereit bin oder ich gerne bezahlen möchte für einen Lead.
Ich gehe da mal ein bisschen höher, fange gerne mit 35 Euro an. Damit sage ich Google, hey Google, ich bin bereit für eine Eintragung in mein Training 35 Euro zu bezahlen. Das heißt nicht, dass du wirklich 35 Euro bezahlst, aber ich gebe dem Algorithmus immer gerne so ein bisschen Spiel, das Ort auch zu tun. Mir wirklich hier auch wirklich Leads zu finden. Wenn ich jetzt hier nur 5 Euro eingeben würde, würde ich den Algorithmus so strangulieren und sagen, das wird ganz schwierig, da ein Lead zu bekommen. Darum gehe ich da immer gerne ein bisschen höher. Hier gebe ich jetzt ein, wie viel ich fürs Budget täglich ausgeben will. Und ja, ich fange immer ein bisschen konservativ an und starte mit 10 Euro. Das kannst du jederzeit nach oben bewerten. So, jetzt sagt hier Google, ey, das ist viel zu wenig, pack mir rein. Die sagen immer, es ist viel zu wenig. Ja, hey, die wollen Geld verdienen. Ich höre mir immer an, was Google sagt und dann mache ich das doch lieber so, wie ich es für mich getestet und richtig gehalten habe. So, Zielregion und Sprache, ja, Anmeldung, Standort und Gesprächen auf Kampagnenebene aktivieren. Das machen wir nachher. So, das können wir jetzt hier machen. So, ich bin im gesamten deutschsprachigen Bereich unterwegs. Darum gebe ich Deutschland ein. Österreich. Die Schweiz. Was viele Leute vergessen, ich aber immer mache, ist Luxemburg. Und auch Liechtenstein. So, hier kann ich die Sprache eingeben. Deutsch. Hier welche Geräte, und zwar Anmeldung auf bestimmte Geräte. Und ich mache die TV-Bildschirme raus. Hier mache ich nichts. Ich gebe nicht Werbezeitenplaner. Ich gebe auch nichts in URL ein. Da vertraue ich dann jetzt Google und dem Algorithmus und gehe auf zur Anzeigengruppe. Was ich eben vergessen habe, darum gehe ich nochmal auf den Kampagnennamen zurück, dem Kampagnennamen einen Namen zu geben, dass ich es auch nachvollziehen kann. So, ich sage immer Tofu Topper Funnel, ja, also erster Kontakt im Verkaufsprozess. Dann schreibe ich rein, wann ich die Anzeige aufsetze. Das ist der 13. Dezember 2023. Ich sage, dass es eine Demand-Gen-Anzeige ist. Und ich sage, ich will mein PDF will ich für meine komplette YouTube-Anzeigenstrategie möchte ich bewerben und ich habe Segmente als Zielgruppe. So, dann kann ich jetzt hier auf die Anzeigengruppe wieder springen und gebe da hier den gleichen Namen ein. Hier kann ich jetzt die Zielgruppe hinzufügen. Klicke ich drauf. Die habe ich schon ein Stück weit entweder hier vorbereitet oder ich mache eine neue. Ich zeige jetzt, wie ich eine neue mache. Neue Zielgruppe. So, dann sage ich Gewinner-Zielgruppen, ne? Also Zielgruppen, wo ich weiß, die haben bisher gut funktioniert. So, dann gehen wir mal auf hier suchen. Die habe ich hier für immer alle gemacht. Ich weiß, dass die URL von den Baulix bei mir gut funktioniert. Ich weiß, dass Kräuter bei mir gut funktioniert. Und ich weiß, dass Felix Tönnissen bei mir gut funktioniert. Und die suche ich mir jetzt hier raus. So, da habe ich sie jetzt. Hier kann ich noch auch Ausschlüsse machen mit Listen, die schon bei mir einmal drin sind. Das hier, die habe ich 540 Retargeting, das habe ich mir alles vorher angelegt. Hier kann ich jetzt die demografischen Merkmale. Meine Zielgruppe ist ja ab 35 aufwärts bis 64, unbekannt lasse ich auch. Und jetzt gehe ich auf Speichern. Ganz wichtig, optimierte Ausrichtung ausschalten. Auch wenn Google dir jetzt sagt, hey Miriam, dass das besser ist. Nein, es ist nicht immer unbedingt ausschalten. Hier jetzt wieder den CPA eingeben, die 35 Euro und gehe jetzt auf zur Anzeige. So, hier packe ich jetzt erstmal noch den Anzeigennamen rein. Hier kannst du jetzt einzelne Bildanzeigen, Videoanzeige oder Karussell. Ich mache ja Video, weil ich ja von YouTube herkomme. Und hier packe ich mir jetzt meine getesteten Gewinneranzeigen rein. So, hier siehst du alle Anzeigen, die ich laufen habe. Meine Anzeigen, die ich laufen habe, sind immer nicht gelistet. Die siehst du halt nicht. Und du siehst bei den Gewinnern, dass ich da schon ziemlich viel Aufrufe habe. Und das sind die drei, die am besten funktionieren,
wo ich die meisten drauf habe. Und dann habe ich noch eine, die ich auch ganz gut finde, die ich noch nicht so viel ausgespielt habe, die ich aber trotzdem auch einfach mal versuchen möchte. Und jetzt kommt hier die URL. So, das ist das erste Video, aber ich habe ja mehrere und die hole ich mir jetzt alle. So, die möchte ich auch noch ausprobieren. Das ist jetzt so ein Bauchgefühl, auch wenn es die Daten noch nicht hergeben. Manchmal muss man seinem Bauchgefühl vertrauen. So, ich packe jetzt vier rein. Du kannst bis zu fünf Videos machen. Ja, Logo musst immer eins ist erforderlich. Das habe ich hier hochgeladen. So, da siehst du es. Und hier kommt jetzt der Text. Du kannst bis zu fünf Anzeigentitel hier hinzufügen. Ja, mein Hund sagt auch, dass das gut ist. Und hier kannst du einmal bis 40 Zeichen, 90 Zeichen und auch Beschreibung noch einmal bis 90 Zeichen. Call to Action ist automatisiert oder du sagst ihm, was du gerne hier haben möchtest, zum Beispiel weitere Infos. So, jetzt werde ich hier aber mal noch den Überschrift Anzeigentitel hingehen, ja? Und dann sage ich Kunden anziehen. Dann sage ich Kunden anziehen mit YouTube-Anzeigen. Ich kann bis zu wieder mehreren Überschriften machen. Kunden finden mit YouTube-Anzeigen. Komplette YouTube-Anzeigenstrategie. Mit YouTube-Anzeigen loslegen. Skalieren mit YouTube-Anzeigen. So, und jetzt mache ich. Ich bin da manchmal so ein bisschen faul, weil der stellt das hier so zusammen. Ich nehme einfach die, die ich jetzt eben oben hier genommen habe, nehme ich auch nochmal runter. Und dann stellt er die nämlich zusammen so, dass es am besten konvertiert. Und da lehne ich mich dann tatsächlich in den Algorithmus rein. Und in die Beschreibung mache ich das auch nochmal. Du siehst, hier stellt er das jetzt zusammen. Und er wird dann die Kombination finden, die am besten funktioniert. So, hier habe ich mich jetzt für weitere Infos entschieden. Gebe meinen Namen oder den Namen des Unternehmens ein. Google Sitelinks mache ich nicht und hier kommt die finale URL der Landingpage rein. Das ist die hier. Und jetzt geht's überprüfen. Hier möchte er immer noch, dass ich mehr Geld ausgebe. Nein, das möchte ich nicht. Ich gehe auf Kampagne veröffentlichen. So, das war das Aufsetzen einer Demand-Gen-Kampagne. Das Aufsetzen ist das eine, dann geht es darum, das zu optimieren. Und dort ist nämlich das wahre Geld von YouTube-Anzeigen. Und genau das mache ich mit den Leuten in meinem Mentoring. Wir setzen die unterschiedlichen Dinge, den unterschiedlichen Kampagnentypen auf und dann geben wir in die Zahlen rein und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so versuchen wir sehr, sehr strategisch schnell die Gewinner zu finden und die Verlierer, die dann schnell auszuschalten, um dann YouTube-Anzeigen nach oben zu skalieren.